Wunderbar. Also immer gut auszusehen. Klar siehst du gut aus. Wenn die Haare liegen, ist alles wunderbar. So, Schuhe mal richtig einstellen. Ein bisschen höher. So, damit man meinen Tree-Force auch sieht. Ausgezeichnet. Gut, okay. Bist du soweit, ja, ne? Ja, ich denke. Wunderbar. Gut, wie ist denn deine Meinung eigentlich so dazu mit den einzelnen Oberflächen von den Herstellern für ihre Smartphones? Also beispielsweise HTC oder auch Samsung. Kannst du dem... So, den Anfang des Satzes darfst du nochmal wiederholen, weil da warst du wieder ein Roboter. Ach so, okay. Wie findest du denn, dass die Hersteller ihre eigenen Oberflächen auf ihr Android da nochmal draufziehen? Also beispielsweise bei HTC oder auch bei Samsung? Also so rein prinzipiell habe ich nichts dagegen. Das ist nur so, ich würde es nicht mehr kaufen. Ich hatte ja damals den Einstieg mit meinem HTC Magic, was ja noch nacktes Android Cupcake war, was ja dann das Update auf Donut bekommen hat. Und danach hatte ich das Desire. Ich habe es mir damals auch tatsächlich wegen der Sensoroberfläche gekauft. Habe es dann aber auch recht schnell geroutet. Und später dann halt MIUI raufgehauen. Dann wieder CyanogenMod. Und ganz zum Schluss war ich dann immer noch weiterhin bei MIUI. Aber ja, ich sag mal so, ich habe mir dann bewusst wirklich das Nexus, also das Galaxy Nexus jetzt gekauft, weil ich möchte diese Oberflächen nicht mehr. Was ich irgendwie jetzt an Oberflächen Veränderungen haben möchte, das machen mir die Modder von AOK oder also AOKP oder halt Cyanogen. Und ja, also das reicht mir vollkommen aus, aber ich kann auch durchaus die Leute verstehen, die sagen, hey, ich will so eine Oberfläche. Meine Freundin ist zum Beispiel auch so eine, sie hat jetzt das S3 sich gekauft und sie liebt dieses Nature UI, also UI und alleine ja, auf dem Lockscreen schon dieses Blubbern, wenn sie da mit dem Finger drüber wischt, also ganz ich finde es immer richtig niedlich, aber für mich wäre das nichts, ich finde es hübsch. Kann man nichts gegen sagen, aber mein Galaxy Nexus ist, ja, ich meine, ich habe Jelly Bean. Ganz ehrlich, das reicht, das ist ein einzig schönes Argument. Ich habe Jelly Bean, die meisten anderen noch nicht und ja. Also das ist ja auch so mit der Grund, warum ich mein nächstes Telefon auf jeden Fall exklusiv dann nur von Google kaufen werde. Diese ganze Oberflächengeschichte, also ich sehe es von meinem Desire HD, was ich hier habe, es stört mich einfach nach einer Zeit. Also ich kann ich nachvollziehen, gerade als man ja vor kurzem dann nach dem Versprechen, hey, es kriegt Ice Cream Sandwich, auf einmal gehört hat, oh, nö, doch nicht. Richtig. Obwohl ja das Incredible S die gleiche Hardware hat an sich, aber das kriegt's und ja. Gründe sind ziemlich subtil. Also. Ja. HTC hat es ja begründet damit, dass dann nochmal eine komplette, oh Gott, wie waren das nochmal mit der Partitionierung? Genau. Die Umpartitionierung der einzelnen Partitionierung, was auch immer. Auf jeden Fall müsste umpartitioniert werden, die Tabellen davon. Und ja, das hatte man damals auch schon beim Desire. Aber ich mache immer wieder gerne den Vorwurf, dass HTC das mit Absicht macht. Weil, ja, letztendlich muss man sich dadurch irgendwann ein neues Gerät kaufen. Ja, man sieht es ja, jetzt, man sieht es ja jetzt auch so ganz schön. Ne? Es sind fast ziemlich genau 2 Jahre vorbei, nachdem dieses Super-Flaggschiff präsentiert wurde. Und ja, wir haben jetzt natürlich so das Nachsehen. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn HTC gesagt hätte von Anfang an, wir sind uns nicht sicher, es könnte vielleicht Probleme geben, ihr könnt es eventuell kriegen, Android 4, und auch eventuell nicht, wenn man von Anfang an gesagt hätte, da könnte es eventuell Probleme geben, wir sind uns nicht sicher und so viel Zeit und Geld möchten wir da einfach nicht rein investieren bei so einem alten Smartphone. Ja. Da hätte ich niemals ein Problem mit gehabt, aber diese ganze Geschichte, wie sie jetzt gelaufen ist, beim Desire war es ja auch schon so ähnlich, wirklich bis zum Schluss jetzt zu sagen, dieses Update von Android 4 wird auf jeden Fall zu euch kommen und dann jetzt erst gerade letzte Woche zu sagen, nö, dann jetzt doch nicht und sind da ein paar Fehler aufgefallen, also so ganz kann ich die Geschichte irgendwie nicht so wirklich glauben von denen. Ich meine, man sieht es jetzt, Samsung sagt ja auch zum Beispiel, hey, wir testen es für das S2, wobei wir alle uns eigentlich sicher sein können, nein, Samsung wird es nichts für das S2 rausbringen, also Jelly Bean jetzt. Aber sie sagen nicht, ja, okay, gut, die kriegen es und dann auf einmal wieder, nee, doch nicht. Das haben sie ja damals beim Desire auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das Ice Cream Sandwich Update war oder Gingerbread. Auf jeden Fall, das Desire hat ja eigentlich auch, ja, hier, da definitiv wird es ein Update geben. Und dann letztendlich gab es ein
Entwickler-Update, was sie dann irgendwie dort angegeben haben, was letztendlich nicht benutzbar war. Also du hättest es nicht mal, es war nicht mal irgendwie so eine ROM, die du einfach installieren konntest, sondern es war so unglaublich schlecht gemacht und es hat auch keine Früchte mehr daraus getragen. Die Entwickler-Community konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und statt jetzt HTC einfach sagt, okay, gut, hier, wir haben das Desire HD, wir haben Ice Cream Sandwich da, aber es funktioniert nicht so, wie wir es gerne hätten. Hier, nehmt den Scheiß, macht daraus was. Und ja, ich meine, die Entwickler-Community würde sich tierisch darüber freuen. Und wir sind uns alle einig, dass die Probleme beseitigen könnten. Selbstverständlich. Und ja, aber nö, warum denn? Weil HTC hätte ja letztendlich dadurch Leute, die das Desire HD noch gerne weiter benutzen würden. Was ja noch nicht verdenkbar ist, weil es ist ja kein schlechtes Gerät. Eben, also es ist ja nach wie vor noch ein gutes Telefon. Also ich bin damit ja von der Art und Weise, wie dieses Gerät konzipiert ist, wie es verarbeitet worden ist, bin ich ja eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Teil. Und ich würde es auch ganz gerne jetzt noch über längere Zeit behalten. Aber es geht mir halt einfach auf den Zeiger, dass man mir halt verspricht, du bekommst ein Update und gerade Android 4 ist natürlich schon eine schöne Sache. Ja, und dann halt kurz vor Schluss einfach zu sagen, nö, ist nicht, das ärgert mich dann halt so. Und der Hauptgrund ist allerdings die Oberfläche, diese Sense-Oberfläche von HTC, die ist nett, die ist schön, okay, aber ich möchte die einfach nicht mehr haben. Nachvollziehbar. Also wenn ich irgendwas haben möchte, was das Aussehen meines Smartphones verändert, dann hätte ich es ganz gerne, dass ich mir das optional alles runterladen kann, so wie es ja jetzt mit den ganzen Apps und so da ist, beispielsweise mit dem Go-Launcher. Dann ist das eine schicke Sache, aber ich möchte halt gerne dieses pure, nackte Android haben und dann ist gut. Und das ist so Man muss die. sich ja, Ja, bitte? man Sag. muss sich ja nur mal angucken, wie es jetzt bei CyanogenMod ist. Die haben ja eine ziemlich, ja, sage ich jetzt mal, nette Theming-Engine eingebaut. Also halt Farben ändern, Icons ändern, Verläufe ändern, was auch immer nicht alles ändern. Das hatte ich ja schon, bevor Jellybean jetzt rauskam, auf der AUG-ROM. Die hatten ja die Theme-Engine auch einfach mal geklaut. Und man konnte es gut verändern. Wenn Google alleine sowas einbauen würde mit dem Android, denn ich meine, Samsung hat gerne sein Weiß im Menü. Sollen sie machen? Kann man dann halt sagen, hey hier, ihr habt hier euer, meinetwegen jetzt der Key Lime Pie, also das nächste nach Jelly Bean soll ja angeblich so heißen. Ihr habt hier euer nacktes Key Lime Pie, wir installieren euch einfach mal das Theme vor, wir installieren euch den Touchless Launcher vor. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Telefon-Apps austauschen. Dann müsste Google einfach mal ein bisschen die API aufbauen, damit die Hersteller auch wirklich was machen können. Und ich meine, letztendlich lässt Google den Herstellern keine andere Wahl. Hey, wenn ihr eure Oberfläche raufknallen wollt, dann müsst ihr da wirklich Hand anlegen. Und das ist richtig. Das würde auch Updates einfach mal beschleunigen, weil Samsung könnte sofort sagen, ja, okay, gut, wir passen es jetzt an. Wir hauen das Update raus. Und dadurch, dass ja das meiste von Ice Cream Sandwich zu Jelly Bean sowieso kompatibel ist, wäre es ja auch kein Problem. Ja. Die testen kurz, ob alle Apps kompatibel sind. Im Zweifelsfall passen sie hier und da was an und dann war es das. Das wäre, an sich halte ich das für die beste Lösung, aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass Google das noch nicht gemacht hat. Weil die Hersteller, ja, wenn jeder seine Oberfläche draufknallen könnte, dann wäre es nicht mehr so exklusiv an sich. Ich meine, ich könnte mir dann den HTC One X kaufen und da Touchless draufknallen. Klar, höchstwahrscheinlich nicht aus dem Play Store beziehen, aber ich könnte es mir dann von XDA oder wo auch immer her beziehen und es dürfte nicht das Problem sein. Richtig. Und dann hätte ich halt nicht mehr diesen Zwang, oh, hier bleibe ich, will unbedingt Touchless haben, wer auch immer das sagen möchte, aber ich will unbedingt Touchless haben, ich brauche ein Samsung-Gerät. Ja. Also eine meiner Forderungen, die ich auch mal niedergeschrieben hatte, war halt, dass sämtliche Updates immer zentral von Google kommen sollen, egal welches Gerät ich habe. Und dass ich dann nochmal die entsprechende Oberfläche, sei es jetzt die Sense-Oberfläche von HTC oder das TouchWiz von Samsung, dass ich die ganzen Geschichten optional einfach runterladen kann als Kunde dieses Konzerns. Sei es jetzt aus dem Play Store oder speziell aus einem anderen Store vom Hersteller selber. Aber dass ich halt immer zentral von Google mein Update bekomme, relativ früh natürlich dann auch, so wie du es ja jetzt mittlerweile gewohnt bist mit deinem Nexus.
und die Oberfläche dann halt, wenn ich sie haben möchte, runterladen kann, aber nicht dazu verpflichtet bin, diese Oberfläche zu nutzen, wenn ich ein Telefon kaufe. Weil HTC macht ja mit seiner One-Serie, das sind schon wirklich tolle Smartphones, also die gefallen mir super. Aber da ist halt auch wieder Sense drauf und das möchte ich einfach nicht mehr haben. Und es wäre ganz toll, wenn ich das alles optional runterladen könnte. Definitiv. Aber ich sag mal so, mittlerweile kann man sagen, wenn man sich HTC kauft, dann kann man sich darüber im Klaren sein, okay, gut, ich habe eine schöne Oberfläche, die mir jetzt gefällt oder nicht, aber wenn sie nicht gefällt, holt man sich kein HTC. Aber ich habe halt die schöne Oberfläche, habe schöne neue Funktionen dazu. Und das nächste Update von Android wird definitiv eine Weile auf sich warten lassen, weil man kann nicht sagen, dass HTC jetzt wirklich nichts anders macht. Also das wird ja wirklich extrem erweitert, auch wenn es zum Schluss ein bisschen beladen ist zur One-Reihe. Ja. Sehr überladen sogar. Und mit der One-Reihe haben sie es ja wieder ein bisschen aufgefrischt alles. Aber sie entwickeln es halt mit jeder Version weiter. Wenn Jelly Bean jetzt so kommt, kannst du auch nicht sagen, dass auf einmal, ja, okay, gut, es sind halt die paar Jelly Bean-Funktionen dabei. Da kommt auch wirklich von HTC nochmal richtig ein heftiger Batzen an Funktionen oder Neuerungen oder Usability-Verbesserungen und so weiter mit rein. Da kann man sich bei HTC definitiv auf jeden Fall sicher sein. Bei Samsung ist es wieder die andere Sache, wenn ich mir das Ice Cream Sandwich Update fürs S2 angucke. Also ganz ehrlich, das ist ein schlechter Witz. Man hat zwei oder drei Sachen, die es in Ice Cream Sandwich gibt. Einmal das Rauswischen von Benachrichtigungen, dann den Task Manager und ja, was war's? Diese Daten-App, die es da gibt. Ja. Ist da nicht auch geheuer was schiefgelaufen bei diesem Update für das S2? Soweit ich weiß, gab es da noch ein paar Probleme irgendwie mit den Datenverbindungen, dass die nicht mehr aufgebaut werden konnten. Aber da hatte ich mich jetzt nicht wirklich mit beschäftigt. Hm. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Ja, also ich sag mal so, meine Freundin hatte ja ein S2, hat sich dann aber das S3 geholt, nachdem viele Probleme mit dem Gerät einfach nur noch waren. Ich dann versucht habe, ihr eine vernünftige ROM zu installieren. Aber auch da gab es dann Probleme mit dem Akku, dass der irgendwie von jetzt auf gleich von 50 auf 10% runter ist. Und ich kenne es von vielen Leuten gerade, weil das S2 soll ja angeblich so tolles Telefon sein, aber ich kenne zwei Leute, die damit zufrieden sind. Und beide haben es geflasht. Also da läuft nicht mehr ein Standard-Touchpad drauf. Das ist echt heftig. Ich kann mir nicht erklären, was Samsung sich dabei gedacht hat. Also es ist teilweise so ein schrottiges Gerät, wie ich auch finde, von der Optik her, ja. Also vom Interface. Die haben da so viel schlechter gemacht, gerade beim Ice Cream Sandwich Update fürs S2. Es sieht einfach nicht schön aus. Das S3, das muss man ganz ehrlich sagen, das sieht hübsch aus, aber ja. Da hatte ich am Anfang noch so gegen gewettert gegen das S3. Also da war ich so am Anfang, als die Präsentation in London war, ja doch schon ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Also es hat mir nicht wirklich gefallen. Und jetzt, wo ich es jetzt auch mehrmals in der Hand hatte, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich richtig mag. Also ich glaube, ich würde es mir auch nicht unbedingt kaufen wollen. Also ich sag mal so, rein optisch, hardware-technisch ist es hässlich. Ich würde es mir unter keinen Umständen holen, weil ich hole mir auch Geräte hauptsächlich nach Design. Also hauptsächlich von Google, aber es muss mir auch gefallen, sonst würde ich es mir nicht kaufen. Hm. Und das S3 finde ich so grottenhässlich, auch wenn meine Freundin immer wieder dagegen wettert. Aber ja, ist halt immer wieder Geschmackssache. Und von der Vorstellung her, so leistungstechnisch oder apptechnisch und so weiter, sag mal so, ich war jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber es hat meine Erwartungen erfüllt. Das ist kein, was auch immer, kein Octa-Core drin hat und 6 GB RAM und meinetwegen noch eine dedizierte Grafikkarte, das war mir klar. Auch, dass es kein Kühlschrank ersetzen kann oder eine Herdplatte. Ich meine, es ist die nächste Generation Smartphone, was einen Maßstab für die anderen ansetzt. Ja. Und das hat es definitiv erfüllt. Dagegen kann man nichts sagen. Ja, es hat natürlich auch Apple so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt, was jetzt mit dem nächsten iPhone 5 sein wird. Ja, also ich sag mal so, das mit dem 4S haben sie sich, das 5 wurde ja damals schon erwartet und das 4S mit seiner besseren Kamera und was hat er, dann hat es ja ein Dual-Core noch reingekriegt oder was sich da noch verändert hatte. Also ich habe es gar nicht mehr verfolgt. Und das S2 war ja rein hardware-technisch schon dem 4S überlegen, obwohl es knapp ein Jahr schon, nicht ein Jahr, aber ein Dreivierteljahr vorher kam. Und ja, also ich muss mal, sag mal so, das iPhone 5 wird sich nach wie vor verkaufen wie geschnitten Brot. Aber es wird meiner Meinung nach nicht hardware-technisch zumindest auf dem Level von dem S3 kommen. Ja, das sehe ich auch so.
Also es Aber wird. Apple war auch nie jemand, der jetzt sagt, hey, wir machen einen Riesensprung. Die nehmen das, was, ja, was schon überall funktioniert, verbessern das ein bisschen und ja, die Kunden kaufen es ja eh. Ich meine, warum sollen die jetzt auf einmal einen Quad-Core reinhauen, der meinetwegen mit 1,5 GHz pro Kern taktet, wenn es niemanden interessiert? iOS läuft meist recht flüssig und ja, Dual-Core, meinetwegen besserer, reicht vollkommen aus. Ein bisschen Display vergrößern sie jetzt höchstwahrscheinlich endlich mal, weil das Spielzeugdisplay, damit kannst du ja nichts anfangen. Ja. Immer wieder, wenn ich mit meinem Nexus neben jemandem mit dem iPhone stehe, frage ich mich ganz ehrlich, wie die Leute das Ding bedienen können. Tippen habe ich auch bis auf kleine Menschen, also wirklich sehr kleine Menschen. Ich habe noch nie gesehen, wie da mit jemand mit zwei Fingern tippen kann, also mit zwei Daumen. Es sind immer die Leute, die dann da so dastehen und so tippen. Es ist immer wieder herrlich zu sehen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich meine, zwei Daumen sind ja schon fast so breit wie das Display. Ja. Und ja, okay, gut, wieder ins Apple-Lästern abgedriftet, aber war jetzt gar nicht beabsichtigt, passiert immer automatisch. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Ja, hier war gerade ein Böller, ich habe mich erschrocken. Okay. Wo waren wir eigentlich? Ach ja, genau. Ja, also Apple setzt ja eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen auf Evolution anstatt Revolution. Sehen wir jetzt einfach mal davon ab, als sie das iPad auf einmal rausgeschmissen haben, was natürlich so ein super Ding war. Aber das ist auch so eine Sache, die mich bei Apple ja auch stören würde mit der Oberfläche, dass ich da einfach nichts machen kann. Ach so, ja. Ich kann sie nicht anpassen. Der Homescreen, der würde mich schon nerven. Ja. Also mittlerweile, nach längerer Zeit, wo ich ja auch meinen iPod Touch genutzt hatte, fand ich die Oberfläche irgendwie einfach ja, langweilig nach einer Zeit. Weil du kannst auch wirklich nichts machen. So wie es jetzt bei uns so der Standard ist, du ziehst dir dann halt einfach irgendeinen anderen Launcher noch runter, benutzt den, änderst da irgendwas oder routest komplett und machst da was vollkommen Neues drauf. Das ist alles so großartig gar nicht möglich. Na, leider, also mit, ich sag mal so, wenn du jetzt das Ding jailbreakst mit Cydia, kannst du schon ein bisschen was machen. Aber selbst mit gejailed, breakt das iPhone kann nicht so viel wie ein normales Android-Phone. Mhm. Und ja, also es ist immer wieder Geschmackssache. Mir sagt das System überhaupt nicht zu, es ist mir zu eingeschränkt. Zu viele einfache Sachen funktionieren nicht, wie ich zum Beispiel allein den Standard-Browser setzen. Also ganz ehrlich, ich möchte Safari nicht nutzen. Spätestens seitdem es Chrome gibt für iOS, habe ich auch in meinem Twitter-Stream immer wieder gesehen, die Leute, die sich darüber aufregen, hey, ich will das als Standardbrowser und sonst was, und geht ja einfach nicht. Ja. So eine Grundsachen, so eine Standardsachen, die es seit meinetwegen Windows 95 oder vielleicht sogar früher gab, gehen einfach nicht. Mhm. Und ja, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil ich meine, wenn ich das iPad habe, ganz ehrlich, wenn ich das schon nutze, denn darf ich doch damit auch bitte nutzen, was ich als Standardbrowser oder Standard-E-Mail-Programm oder sowas nutzen, was ich möchte, weil ich habe ja dafür sowieso bezahlt. Ja. Letztendlich kann es denen doch egal sein. Aber dafür ist es natürlich so, wenn du in dem Apple-Universum selber bleibst, also wenn du jetzt beispielsweise halt dein iMac hast und iPhone, iPad, wenn du das alles so zusammen hast, dann ist das natürlich schon eine super Einheit, die auch wirklich super cool miteinander funktioniert. Das ist ja, aber ich sag mal so, bei Android habe ich das plattformunabhängig. Es funktioniert mit Windows, es funktioniert mit Linux und es funktioniert auch mit Mac. Ja. Und dafür brauche ich jetzt nicht irgendwelche Programme installieren. Meinetwegen installiere ich mir Chrome oder ich nutze halt einen anderen Browser, ist ja egal. Es funktioniert ja trotzdem alles zugleich. Mhm. Das Einzige, worauf ich halt verzichten müsste, wenn ich nicht Chrome nehme, ist halt, dass die Tabs synchronisiert werden. Aber da gibt es ja halt zum Beispiel auch Firefox, wo man die Tabs auch synchronisieren kann. Richtig. Mittlerweile und ja, also letztendlich, klar, wenn ich einen Mac habe oder dann noch ein iPad und was auch immer nicht alles dazu, funktioniert alles super zusammen, aber ist jetzt nichts, was Apple-exklusiv wäre, weil alles, was ich am Computer mache, passiert auch auf meinem Nexus. Was ich an meinem Nexus mache, funktioniert auch an meinem Computer. Ich habe letztens auf Arbeit kurz in der Mittagspause Google Play Music im Browser aufgerufen, Playlist zusammengestellt und nach der Mittagspause direkt am Nexus die Playlist gestartet, ohne irgendwas synchronisieren zu müssen, sondern es war einfach sofort da. Und ja, das ist plattformunabhängig. Das hätte ich auch an einem Mac machen können. Richtig. Oder wahlweise auch an einer uralten Linux-Kiste oder was auch immer, meinetwegen auf dem Server. Ja. Also das ist schon eine Sache, die Google doch schon ganz gut hinbekommt mittlerweile.
was diese, du verlässt deinen Arbeitsrechner, gehst mit deinem Smartphone irgendwo hin und du hast genau das, was du halt an deinem Arbeitsrechner zurückgelassen hast. Und das ist immer schon eine ganz schöne Sache. Ja, gerade Chrome ist da sehr dankbar. Ja, es wird immer besser. Wenn wir da jetzt dann auch einfach mal Microsoft damit einbeziehen, oder besser gesagt Microsoft mit Windows 8 auf Tablets. Die hatten ja dann nochmal gesagt, sie wollen ja auf Nummer 2 der Tablet-Verkäufe kommen, also was die Plattform angeht mit Windows 8, hinter Android. Wie siehst du das jetzt so, beispielsweise im nächsten Jahr, wenn das so richtig anlaufen wird mit Windows 8? Wer wird da so positionsmäßig wo stehen? Ich sag's mal so, zu Windows 8 stehe ich ja sowieso sehr positiv. Das wird das erste Windows sein, was ich, sag ich jetzt mal, kaufe. Die anderen habe ich ja wieder geschenkt bekommen oder Vista tatsächlich auch einfach mal so genutzt, weil ich es brauchte. Aber Windows 7 habe ich auch damals, das habe ich damals sogar gewonnen. Aber ja, Windows 8, da werde ich definitiv am 26. Oktober direkt in den Laden gehen und mir das kaufen. Und ja, ich habe es schon mehrfach ausprobiert. Ich habe den Release-Preview getestet damals, die Beta, was nicht alles für Previews kam, allesamt getestet und es wurde mit jeder Installation immer besser. Ja. Und mir gefällt es persönlich sehr gut. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn die Leute sagen, nee, will ich nicht. Was soll diese komische Kacheloberfläche, weil letztendlich das Startmenü verschwindet. Ja. Da, wenn du die Windows-Taste drückst, kriegst du kein Startmenü mehr, sondern du kriegst die Metro-Oberfläche direkt. Aber letztendlich, die meisten Leute, die nutzen heutzutage das Startmenü, indem sie die Windows-Taste drücken, tippen, Enter drücken, dann haben sie das Programm gestartet, was sie brauchen. Und das funktioniert mit Metro auch noch. Nur, dass es halt schicker aussieht. Und ein Windows 8 Tablet, also Windows 8 RT, würde ich definitiv, ist meiner Meinung nach eine Totgeburt. Ganz ehrlich, würde ich persönlich nichts mit anfangen können, weil ein Tablet ist für mich, ja, es wäre jetzt momentan ein Entertainment-Gerät, was ja momentan nur das iPad hinkriegt, dadurch, dass Musik, Filme und so weiter kaufbar sind, ist ja Android leider noch vergönnt. Aber für mich persönlich wäre ein Tablet auch wichtig für die Arbeit. Ja. Und wenn ich ein normales Windows 8 Tablet habe, nehmen wir jetzt mal einfach das Surface, was vorgestellt wurde. Wenn es jetzt einen humanen Preis hat, dann steht es auf meiner Kaufliste ziemlich weit oben, weil wenn ich dann ein Tablet habe und meinetwegen gehen wir mal davon aus, Microsoft bietet noch so ein kleines Dock an, wo ich dann halt hier zu Hause ein Dock habe, das ich vor meinem Monitor zu stehen habe, dock da das Tablet an, wahlweise auch einfach so ein Dock, was liegt, wo ich dann das Tablet mehr oder weniger als Touchpad nutzen könnte. Ja. Und es wird mir sofort auf meine zwei Monitore geschmissen. Ich meine, ich stehe dann meinetwegen in der U-Bahn, mache gerade irgendwas, komme nach Hause, stecke das Ding rein und kann an den beiden Monitoren weitermachen. Das ist ja an sich das, was mir persönlich gut gefallen würde. Und letztendlich rein technisch ist es nicht unbedingt das Problem. Wenn es sowieso schon ein richtiges Windows-Tablet wäre. Mhm. Und soweit ich weiß, hatte Microsoft auch mal irgendwas bezüglich dieser Docks gesagt. Richtig. Und ich meine, wenn ich dann kaufe ich mir einen Dock für zu Hause, einen Dock für Arbeit, habe mein Tablet, stecke das hier rein, mache hier meinetwegen schon mal die Vorbereitung, komme auf Arbeit, stecke es da rein und ich kann sofort loslegen. Also darauf freue ich mich ganz ehrlich schon, weil ich hasse den Arbeitsrechner, den ich habe, der ist so unglaublich langsam. Und diese Synchronisierung zwischen den Daten, klar Dropbox und so ein Kram, aber wenn das Internet auf Arbeit mal wieder rumzickt und nicht alle Dateien synchronisiert wurden, ist auch etwas blöd oder halt, wenn ich irgendwas offen habe. So kann ich es einfach offen lassen. Auch wenn ich unterwegs bin, ja, meinetwegen surfe ich dann oder gucke halt bei Twitter, was ja sowieso die Hauptbeschäftigung ist unterwegs. Und zu Hause stecke ich es rein in mein Dock und ja, kann sofort weiterarbeiten. Wäre für mich persönlich ideal, weil so ein Tablet sonst, ich hätte gern eins, aber ich brauche keins. Mhm. Sehe ich keinen Grund für jetzt mir ein Tablet zu holen, außer weil es cool ist. Mhm. Ich hab mich damit ja schon mal ziemlich ausgiebig mit beschäftigt, was Tablets jetzt speziell im universitären Bereich für Studenten ist, wie sinnvoll das momentan ist und wie man damit effektiv und produktiv vor allen Dingen auch arbeiten kann. Natürlich gibt es da jetzt gerade bei Android gibt es da immer noch so ein paar Probleme und ohne Tastatur ist es mit einem Tablet überhaupt nicht möglich, wirklich komfortabel auch zu arbeiten. Aber ich denke mal, dass gerade Windows mit seiner 8. Version jetzt auf Tablets ein richtig geiles Ding machen wird.
Und da sowieso jeder oder fast jeder mit Windows irgendwie mal groß geworden ist, denke ich mal schon, dass da ziemlich viele Leute eher zu neigen, sich so ein Tablet zu kaufen, was Windows 8 hat, als ein Tablet, was Android hat. Und ich fürchte so, dass speziell Android auf Tablets doch mit der größte Verlierer sein wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Wenn da jetzt nicht noch bessere Sachen kommen. Ich würde sagen, dass ich würde ganz ehrlich tippen, dass iOS untergeht. Also ist jetzt natürlich gewagt und man kann mir jetzt Fanboy-Gelaber anhängen, weil ich ja sowieso iOS nicht sonderlich mag. Aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass die Zeit von iOS jetzt vorbei ist langsam. Weil ich kenne auch schon viele Leute, die gucken sich iOS an und sagen, ja schön, ich krieg da Musik, ich krieg da Filme. Aber sonst bietet mir das System nichts, außer ein paar schöne Apps. Ja. Aber die schönen Apps, die kommen langsam auch zu Android, beziehungsweise sind großteils schon da. Ja. Und Windows 8 hat mit seiner Metro-Oberfläche, die Apps sind dafür prädestiniert, quasi schon gut auszusehen. Ja. Es sei denn, man mag natürlich die Metro-Oberfläche nicht, aber das ist ein persönliches Ding, aber die Apps können eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Man hat seine Designvorgaben und man sieht es ja an Windows Phone 7 an sich. Mein bester Freund hat zum Beispiel ein HTC 7 Trophy, Trophy 7, was auch immer, auf jeden Fall HTC Trophy. Und das Gerät, ganz ehrlich, mir gefällt es super. Und die Apps sehen allesamt verdammt gut aus, dagegen kann man nichts sagen. Und die Design, wenn ich mir die Designvorgaben von iOS angucke, ja, sie sind gelinde gesagt langweilig. Und bei Android hat Google das einfach viel zu lange versäumt mit dem Design. Und man kann nicht leugnen, dass viele Leute einfach sich ein Gerät angucken und sagen, nee, sieht scheiße aus. Nehme ich nicht. Richtig. Ich habe schon so oft auch gehört von Leuten, ja, wenn das Gerät die Oberfläche von dem da hätte, würde ich es nehmen. Ja. Oder wenn das Gerät rosa wäre, mein Ding auch, was man ja doch ganz gerne mal hört. Und gibt es auch in Rot? Auch so eine schöne Frage. Aber also ich würde nicht sagen, dass Android der große Verlierer wird. Alleine schon dadurch, dass halt viele Hersteller sehr, sehr viel damit machen können. Ja, also ich hatte ja zuerst immer so ein bisschen, war ich am Schwanken, was das iPad angeht und die Android-Tablets. Und ich war mir da nicht mehr so ganz sicher und bin letztendlich doch dazu übergegangen zu sagen, dass Android da doch ziemlich viel am Boden verlieren wird. Ich weiß nicht, ob sie die allergrößten Verlierer sind, aber sie werden doch schon sehr, sehr viel verlieren. Genauso wie es halt auch das iPad, wie das auch einiges einbüßen wird und Windows doch definitiv schon mal den 2. Platz belegen wird. Und wer jetzt Platz 1 oder 3 bekommt, das bleibt natürlich noch offen. Da kann ja auch noch viel passieren nächstes Jahr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde behaupten, also nächstes Jahr, da wird sich nicht großartig was ändern. Aber ich würde ganz ehrlich behaupten, dass Windows auch im Tablet-Markt und wahlweise auch eventuell im Smartphone-Markt, weil Windows Phone 8 ist auch sehr schön gemacht, dass Windows auch da wieder einfach mal steil bergauf geht. Ja. Also kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil gerade im Business-Bereich, ja, ein iPad ist schön, aber letztendlich ein iPad ist nicht zum Arbeiten tauglich. Es sieht cool aus, meinetwegen für die Leute, die da sitzen, wenn da jeder ein iPad hat und ja, hier, ich habe das schönere iPad, wahlweise ich habe die schönere Hülle, aber arbeiten können sie damit nicht wirklich. Richtig. Und das ist halt der große Vorteil von Windows 8, dass es halt darauf ausgelegt ist, ey, es ist immer noch normales Windows, aber hey, man kann mich auch anfassen. Ja. Und ich bin auch ein schönes System, einfach mal so nur zur Touchbedienung. Das ist halt was bei sowohl bei Android als auch bei iOS fehlt. Du kannst damit nicht arbeiten. Bloggen, also als Blogger, klar, mit einer Tastatur ist das alles kein Problem, aber ich meine, ich bin Programmierer. Wie soll ich mit einem iPad oder mit einem Android-Tablet arbeiten? Ja. Mit einem Windows 8-Tablet ist das kein Problem. Richtig. Eine Tastatur rangeknallt oder wahlweise auch eine USB-Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur und ich kann sofort mit dem Tablet arbeiten, problemlos. Mhm. Weil meine ganzen Programme gibt es. Ich habe Photoshop, ich habe meinen Sublime Text 2, ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche die verschiedenen Browser, weil als Webentwickler, ich muss ja gucken, ob es in den verschiedenen Browsern gut aussieht. Ja. Und klar, da ist es praktisch, wenn ich ein Android-Tablet links und ein iPad noch rechts zu liegen habe, um es da auch zu testen. Aber viel wichtiger sind die Desktop-Geräte erstmal. Und ich persönlich könnte mit einem iPad oder mit einem Android-Tablet, ich würde nicht sagen nie arbeiten, aber mindestens die nächsten 2 Jahre erstmal nicht arbeiten. Hm.
Es ist für mich nicht möglich. Also ist es, oder bleiben Android und iOS für dich nach wie vor noch einfach nur Konsumgegenstände, die Tablets? Ja, es bleiben weiterhin Entertainment-Geräte, sage ich jetzt mal so. Meinetwegen auch Spielkonsolenersatz oder so. Das gerade, ja, okay, gut, nee, passt ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, gerade Windows wäre es dann wieder. Die können ja mit der Xbox noch gut zusammenarbeiten, aber ich meine, Android hat, ja, okay, gut, Android halt mit Google TV, dass du da vielleicht noch ein bisschen was reißen kannst, aber ich weiß nicht, wie gut jetzt das iPad mit Apple TV, gibt es das überhaupt schon mittlerweile? Oder iTV oder wie die Dinger heißen? Da war doch irgendwas. Ich weiß Also auf es jeden Fall immer in dem nicht. Bereich gibt es halt auch im Entertainment-Bereich gibt es halt auch für Windows wieder nur die wirklich guten Sachen, sage ich jetzt mal. Weil ein Android-Tablet oder iOS würde, das iPad würde einfach nicht so gut mit einer Xbox zum Beispiel zusammenarbeiten können. Wahrscheinlich gar nicht. Naja, Microsoft hat gesagt, für iOS und Android soll es halt auch Apps für die Xbox 360 geben. Allerdings haben sie auch schon gesagt, ja, hier für Windows Phone 7 bzw. Windows Phone allgemein oder Windows 8 wird es natürlich mehrere Möglichkeiten geben, kann man denen ja nicht verübeln. Ich meine, ich würde auch nicht jedem alle Möglichkeiten geben, weil wieso sollte man sich dann noch irgendjemand mit Windows Phone 8 kaufen? Richtig, richtig. Also ich Und würde da so auch hat er, immer das keine eigene Ahnung, noch ein System paar, bevorzugen. haben sie noch ein paar Asse im Ärmel? Und ja, aber die wollen halt die anderen nicht aussperren. Klar, wäre auch blöde, Ja. weil Android hat einen extrem hohen Marktanteil. Die Leute werden nicht, wenn sich kein Windows Phone 8 holen, nur damit sie einen Ball auf dem Kinect schmeißen können oder was auch immer. Und ja, da sind die Apps an sich wichtig. Und Microsoft war ja nie so ein, ja, nee, Apps gibt es nicht für die anderen und nur für uns. Das ist ja eher so ein Apple-Ding. Aber sie haben ganz schön aufgeholt, Microsoft, wo du jetzt gerade auch Apps erwähnst. Vor nicht allzu langer Zeit hatten sie doch auch noch dieses Ziel gesetzt, dass sie mindestens 100, 150.000 Apps haben wollen in ihrem eigenen Marketplace. Bis Ende diesen Jahres, glaube ich, war das. Und das Ziel haben sie doch schon, ich glaube, 6 oder 8 Wochen später schon direkt erreicht. Also es tut sich ja auch schon extrem viel bei Microsoft. Was ich Ja, das allerdings immer wieder definitiv. so ein bisschen, mich so ein bisschen skeptisch macht. Man ist es ja von Microsoft so gewohnt, dass sie sich doch immer ganz gerne auch selber ein paar Sachen kaputt machen. Ja, aber ich sag mal so, die haben die Finanzkraft, um die kaputt gemachten Sachen wieder zu reparieren. Ich meine, man kann nichts dagegen sagen, dass Windows Phone, also mit allem, mit Windows Mobile haben sie Mist gebaut letztendlich. Das Ding war letztendlich nur ein verkleinertes Windows, aber zumindest haben sie das probiert und haben alles verschlafen, was ging. Ja. Aber mit Windows Phone, ja, sie sind weit zurück, kann man nichts gegen sagen. Sie sind langsam, also viel zu langsam gewesen, aber dafür ist das System auch gut. Und das ist mittlerweile so etabliert, dass, ja, es kann eigentlich gar nicht mehr wirklich untergehen, wenn sie jetzt nicht wirklich richtig, richtig großen Mist bauen. Und ja, dass Zoom damals nicht geklappt hat, ist halt so eine Sache. Das haben sie halt einfach nicht richtig promotet, aber das war denen scheinbar auch nicht wichtig genug. Das war halt nur so ein kleiner Versuch hier seitens iPad. Aber ja, letztendlich ist ja die komplette Sache mit Zoom in Windows Phone eingeflossen. Weil die Oberfläche, es sieht ja doch schon recht ähnlich aus. Und Zoom gibt es ja an sich noch als Service halt für Musikkauf, aber ja. Also so Also im ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft sich da noch großartig jetzt gerade was kaputt machen kann. also so im Nachhinein würde ich sagen, dass das Zoom einfach nur eine ja, billige Kopie vom iPod sein sollte damals, dass man da einfach keine wirklich eigene Idee versucht hat zu realisieren. Und Entschuldigung. Und das gerade jetzt mit Windows Phone 7, wo sie angefangen haben, sie haben es natürlich klar alles verpennt, aber dafür richtig losgelegt. Und auch Ebenso ziemlich verpennt schnell hat unser werter Herr Andreas, der jetzt hier aufgehört. noch den Hangout betreten hat, sei Richtig. gegrüßt. Hallo Andreas. Ich habe gearbeitet. Stimmt, das hast du mir Ja, eben noch jetzt kommst du eine geschrieben. Stunde zu spät. Die akademische. Naja, Mann, besser Mann. spät als nie. Ist ja auch eine schöne Überraschung. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Der kommt mir eigentlich sehr ernst hier liegen, weil so ist es nicht ganz so ruhig, wenn ich jetzt auf Toilette kurz gehe, dann bin ich auch gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Gut, Andreas, dann kläre ich dich nochmal gerade auf, wo wir so waren.
Wir hatten ja jetzt noch über das Thema gesprochen mit Windows 8 auf Tablets und mit Android im Vergleich oder im direkten Vergleich ein bisschen gesprochen. Und wer beispielsweise so nächstes Jahr dann doch ein bisschen weiter vorne liegen wird. Was glaubst du, was ist so deine Meinung für nächstes Jahr? Also könnte Windows 8 auf Tablets da richtig durchstarten? Nein. Also bei den Preisen, die ich gehört habe, von 1.500 bis 2.000 Euro, nee, keine Chance. Aber da sprichst du jetzt diesen schwedischen oder norwegischen Händler da an, ne? Diesen Online-Händler. Ja. Nee, offizielle Preise haben wir noch nicht gehört, aber wenn ich so Windows kenne und die haben es ja schon öfters mal versucht mit Tablets oder mit ähnlichen, also mit Tablets, Laptops und so weiter und die waren alle in der Preislage. Also wenn die nicht auf Android-Niveau kommen, dann sehe ich da keine Chance. Hm. Also wenn die Marktanteile jetzt haben wollen, dann müssen sie eigentlich sogar wie Google anfangen und die Dinger sowas von sponsoren. Das geht dann auf keine Kuhhaut mehr. Also ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Preise, die da genannt worden sind bei diesem schwedischen Händler, ja, dass die vorne und hinten einfach nicht passen können. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ein Windows 8 Tablet oder speziell diese Surface Tablets so extrem teuer werden, dass du da nicht unter, ich glaube, der günstigste Preis von dem Surface Tablet mit Windows 8 RT waren bei, oh Gott, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 850, 890 Euro ungefähr. Und ich glaube nicht, dass die wirklich real so hochpreisig sein werden. Also ich denke mal, so um die 400 bis 500 Euro wird das günstigste Windows 8 Tablet von Microsoft kosten. Wieso, was denkst du so ungefähr von den Preisen? Also ich sag mal so, das teuerste, denke ich so, wird, also das, die RT-Tablets werden ja sowieso eher im Niedrigpreissegment sein, weil das ist ja kein vollwertiges Windows mehr. Aber ich sag mal so, gerade das teuerste, also ich glaube 128 GB SSD Windows 8 Pro Surface, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das erstmal für 99 raushauen. Aber ich würde mir ganz ehrlich wünschen, dass es etwas günstiger wird, weil ich würde mir ganz gerne wirklich die beste Variante holen und ich habe wenig Interesse daran, erstmal 1.000 Euro für das Ding auszugeben, weil, ja, nee, einfach nur nee. Okay. Aber ich schätze schon, dass sie da den Bereich zwischen 400 und 1.000 Euro abdecken wollen. Also ganz so hochpreisig denke ich auch nicht, dass es da 2013 oder besser gesagt Ende des Jahres so extrem teuer sein wird, so wie die Preise, die ja jetzt vorher schon genannt worden sind. Und soweit ich weiß, hat Microsoft da auch bisher noch gar nichts zugesagt, oder? Weiß das einer von euch? Nee, ich glaube, Microsoft hat höchstens dazu gesagt, ja, das Einzige, was sie halt gesagt haben, es sollen konkurrenzfähige Preise sein. Aber das Problem ist halt, das Surface-Tablet greift so in so viele Bereiche ein. Was ist da konkurrenzfähig? Das Surface-Tablet greift vom billigen Consumer-Tablet bis zum Ultrabook an sich jeden Bereich an. Sprich, alles zwischen 200 und 1.000 Euro wäre möglich. Hm. Beziehungsweise, wenn man sich die Asus ZenBooks mal anguckt, dann auch meinetwegen im 1.200er-Bereich. Und ja, also letztendlich haben sie sich dann Spielraum bis zum geht nicht mehr gelassen, weil sie haben nur gesagt, konkurrenzfähige Preise. Schön. Ja, das kann man immer weit strecken, diesen Begriff. Leider. Äußerst weit. Warte mal, wer hat das denn zuletzt gesagt? Bitte? Ach, das war, glaube ich, mal vor 2 Jahren Samsung. Ich weiß nicht mehr genau, welches einzelne Gerät das war. Auf jeden Fall hieß es auch konkurrenzfähig und am Ende waren das über 800 Euro. Und dann haben wir alle an den Kopf gehauen und haben gesagt, was ist denn daran konkurrenzfähig? Ja, die Preise von Samsung-Geräten sind meiner Meinung nach sowieso dermaßen überzogen. Also, ja. Ich meine, das sind die Leute, die sagen, ja, hier, bla, Apple ist so, Apple ist unser Feind und dann kommen sie mit Geräten, die teurer sind als ein iPhone oder ein iPad. Da haben sie irgendwas falsch verstanden. Gut, das ist ja beim S3 genau die gleiche Geschichte wieder, ne? Also da, da sagt war man ja vorher auch. War das S3 nicht sogar teurer als das iPhone? Nö. Mir war so. Das 32-GB-Dingens? Na gut, aber es tut sich doch auch nicht mehr viel. Unverbindliche Preisempfehlung? Ja, schon, aber letztendlich kam es. Das iPhone. Das liegt doch immer irgendwo bei 699, oder?
Ich weiß nicht, ich habe mir nie eins gekauft und würde es auch nicht machen. Na, also ich habe mal was gehört von 999. Das war aber noch ein älteres. Mit dem iPhone 4S, da sind sie ja schon weit runtergegangen im Normalfall. Ich schau mal eben nach, was sich hier finden lässt. Ja, iPhone kaufen will ich nicht, aber bla bla, ja. Ach Gottchen, ab 629 Euro kriegt man das iPhone 4S momentan. So, und das S3 tut sich doch da auch nicht mehr viel jetzt, preislich. 480 habe ich mal gesehen. Na, das S3 ist vor kurzem unter 500 Euro gekommen, aber rausgekommen ist es auf jeden Fall mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699, soweit ich mich erinnere. Mhm. Genau, sowas hatte ich nämlich auch angefangen. Der erste offizielle Preis im Laden waren, glaube ich, 589. Also bei Amazon kostet es noch 548. Und ja. Also so preislich können sie da Apple nicht wirklich angreifen. Und ausgerechnet die wollen sie ja angreifen, was ja eigentlich unverkennbar ist. Hm. Apple-Käufe zurück an. Wobei sie ja vor kurzem vom Patentamt mehr oder weniger eine Atomwaffe bekommen haben mit dem Patent auf Smartphone-Bedienung. Das war ja wirklich schon, ja, eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Ja, wofür Apple da alles Patente kriegt, ist unglaublich. Wobei man damit einen komplett eigenen Podcast füllen könnte. Wir könnten mal ja nochmal ein Sonderthema drüber machen. Ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass es nicht aktuell wäre. Da ist ja sowieso jeden Tag eine neue News drüber. Richtig. Patente kommen immer. aber das könnte natürlich dann auch wiederum so für Microsoft auch ein kleines Problemchen geben. Ich meine, sie sind ja ziemlich neu da drin und patentmäßig, soweit ich jetzt weiß, haben sie ja auch noch nicht so viel, was die Touch-Eingabe angeht. Und ich glaube, da könnte Microsoft oder Apple besser gesagt da auch ordentlich Microsoft aufwirbeln. Wobei Microsoft aber touchtechnisch wirklich ein komplett anderes Bedienkonzept verfolgt. Ich meine, Apple hat ja ein Geschmacksmuster dafür, dass du ein Display hast, auf dem bunte Icons sind. Was ja mit Windows 8 oder auf Windows Phone mit den schönen Kacheln, wo einfach nur ein weißes Icon drauf ist. Damit haben sie ja schon alleine den Bereich schon umgangen. Dann halt, dass es halt der Homescreen halt nach oben und unten gescrollt wird, ist der Bereich schon umgangen. Dadurch, dass das komplette Bedienkonzept einfach nur mehr oder weniger horizontal ausgelegt ist. Also Apple kann da gar nichts machen letztendlich. Microsoft achtet so penibel drauf, ein so unglaublich innovatives Bedienkonzept zu nutzen, dass selbst Apple das da schwer haben dürfte, irgendein Patent zu finden, womit sie Microsoft angreifen können. Nur diese Atombombe, was du ja sagtest, die Apple bekommen hat, da müssten doch eigentlich auch so ein paar Elemente mit drin sein, wo auch Microsoft mit seinem Metro-Oberflächenkram Schwierigkeiten kriegen könnte. Weil du hast dir das ja ein bisschen genauer angeschaut, dieses Patent. Ja, genau angeschaut würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe es ein bisschen überflogen und letztendlich ist es wirklich ein ziemlich brutales Patent, was sie da bekommen haben. Aber es ist halt auf die grundlegenden Sachen, die du bei einem Smartphone machst und die grundlegenden Sachen, die du bei einem iPhone oder bei Android machst, sind komplett anders gelöst als bei Windows Phone. Die haben sich da schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, um einfach mal was komplett anderes zu machen. Wie gesagt, ich kenne es ja von meinem Besten, der hat ja auch Windows Phone und ja, es ist sehr, sehr intuitiv zu bedienen, aber es ist komplett anders zu bedienen. Also da findest du wirklich sehr, sehr wenig Gemeinsamkeiten. Selbst mit dem Patent dürfte Apple das da schwer haben, irgendwie zu sagen, hey, hier, guckt euch mal das Lumia 800 an, das ist doch eindeutig eine iPhone-Kopie. Also, ja, selbst bestochene Richter kann ich mir wirklich sagen, ja, okay, jetzt wo du es sagst. Hm. Andreas, was sagst du dazu? Da ich Windows Phone selbst noch nicht benutzt habe, kann ich zum Bedienkonzept nicht viel sagen. Aber so der erste Eindruck, da sage ich ja, also da hat Apple wenig in der Hand gegen. Was dann einzelnen Systemfunktionen dabei ist, wo Apple wahrscheinlich wieder das X- oder Y-ste Patent drauf hat, kann ich nicht so sagen. Ich frage mich nur, warum die immer so gegen das S2, S3 und Galaxy Maps gehen. Ich habe letztens erst wieder so ein etwas älteres Samsung-Gerät gesehen.
wenn du da mal ein iPhone nebenlegst, dann denkst du, upsala, welches ist was? Warum steht auf dem iPhone Samsung drauf? Aber seltsam, gegen das haben sie nicht geklagt. Naja, noch nicht. Ach, Samsung hatte doch sowieso schon vor dem iPhone Geräte, die aussahen wie im iPhone. Und, aber warum sie nur gegen Samsung klagen, ist eigentlich klar, weil ich meine, 22.000 verkaufte Galaxy S, 20.000 verkaufte Galaxy S2 und jetzt in den ersten zwei Monaten, ja doch, 2 Monaten, 10.000 verkaufte Galaxy S3. Also ja, letztendlich ist Samsung der größte Konkurrent. Darf ich kurz korrigieren? Hm? Nicht 20.000, 20. Millionen, sorry, ja. Millionen, nicht 1.000. Die sind etwas andere Dimensionen. Ja, da sind wir neu dran. Ja, auf jeden Fall, es ist der größte Konkurrent und wenn man den irgendwie klein kriegt, dann hat man erstmal keine Probleme mehr. Und Apple hat ja scheinbar die Illusion, dass wenn ja, das Galaxy Nexus nicht mehr zu kaufen ist, dass dann alle Leute sagen, oh mein Gott, kein Galaxy Nexus, ich hole mir jetzt ein iPhone. Also das scheint ja irgendwo eine Illusion von denen zu sein, die sie wirklich kräftig vertreten. Heißt das denn im Umkehrschluss eurer Meinung nach, dass Apple einfach innovationsmäßig oder evolutionsmäßig absolut nichts mehr in der Hinterhand hat, weshalb sie dann unbedingt klagen müssen? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, nichts in der Hinterhand, aber Apple ist ja so, ja, eher auf, okay, es ist jetzt Zeit, was Neues rauszubringen und nicht, ja, wir wagen jetzt mal was. Die gucken sich den Markt an. Und wenn sie denken, es ist Zeit, hey, das können wir jetzt machen, dann machen sie es auch. Also ich denke mal, die haben für die nächsten 2-3 Jahre definitiv noch ein paar Sachen in der Hand. Aber die könnten sie jetzt noch nicht machen, weil es noch nicht gut ankommen würde. Und aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Windows Phone 8 angucke oder Jelly Bean und dann iOS 6, da sagen ja selbst Apple-Fanboys ganz gerne mal, okay, gut, jetzt bin ich neidisch. Weil iOS 6 hat nicht so viele Änderungen, wo man jetzt sagen würde, hey, cool. Ich meine, alleine die Maps-App wurde wesentlich schlechter. Okay, es hat jetzt 3D, yay, aber es funktioniert schlechter. Ja. Ich habe in iOS 6 auch mal einmal kurz reingeschaut, als ein Kollege sein iTrial gemacht hat. Ich als Außenstehender habe 0 Unterschied gesehen. Während ich denn doch schon, wenn man so ein Android Gingerbread und ein ICS in der Hand hat, dann ist es auch schon ziemlicher. Jelly Bean fehlt mir natürlich jetzt noch, weil gibt's noch nicht. Ach, das war die Bestellung? Nee, mein Bester ist gerade nach Hause gekommen, er wohnt hier derzeit und ja. Das sah eher so aus, als hätte jetzt bei ihm so 2 Biere. Nee, aber Jelly Bean ist auf jeden Fall schon sehr cool. Ja, also welches Gerät hast du jetzt, wo du noch drauf wartest? Hab ein Note. Ah, okay, gut, danke, warte mal noch ein bisschen. Ja, hey, gut, da ist jetzt der Cyanogen Mod 10 in der Preview raus, aber ich doch lieber. Ich brauche das Telefon. Ja, kann ich auch. Also, ich habe momentan auch erstmal Standard Jelly Bean drauf, warte aber noch darauf, dass irgendeine stabile Cyanogen Mod oder halt AUG kommt in Jelly Bean und ja. Aber noch ist es halt nicht so weit und mir fehlt ganz ehrlich momentan nur den Lockscreen neu zu belegen, also dass ich da halt die einzelnen Verknüpfungen habe, da hatte ich ja den Octolock-Screen erstmal mit 8 verschiedenen Gegenständen oder halt auch die Energiesteuerung in der Benachrichtigungsleiste. Das ist ja so eine Sache, ich verstehe bis heute nicht, warum Google das nicht einfach reinknallt. Ich meine, jeder Herstelleroberfläche, das allererste, was dir auffällt, ziehst du Benachrichtigungsleiste runter und kannst dann erstmal WLAN ausstellen und so weiter alles und genau das dürfte sein, warte mal, ich mache das mal eben größer. Ah, wo ist meine Maus? Genau. Ja, genau das ist es und das fehlt mir halt momentan noch. Das Haptische kann man einstellen, wie man will. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt überhaupt erkennt. Nee, jetzt ist gerade hier wunderschönes Weiß. Weiß! Ja, dann machen wir doch mal die Helligkeit runter hier. Ja, jetzt erkennt man schon ein bisschen mehr. Ist ein bisschen verschwommen, aber sonst... Ja, genau. So, kann man hin und her sortieren, kann auch ein bisschen was dazu packen. Das finde ich ganz praktisch. Das ist jetzt noch Standard. Das ist absolut Standard. Also Eisbein-Sandwich jetzt oder gab es noch gar nicht? Yep. 4.0.3. Okay. Wusste ich nicht, ob der Note mittlerweile schon hingekriegt hat. Das war LG. Achso, okay, gut, ja. Ich habe einen L3 und einen L7. Na, LG ist ja nicht so mein Fall, wobei die Oberfläche der neueren Geräte nicht schlecht ist, das muss ich sagen.
Also vorher war es ja wirklich nur eine grottenhässliche Touchless-Kopie. Aber mittlerweile sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich habe es letztes Mal im Mediamarkt getestet und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, gefällt mir auch. Das Problem ist nur, die ist nicht ganz so performant. Wenn man so aus Angry Birds rauskommt oder aus YouTube, dann hakelt es gern mal. LG halt. LG halt. Gut, wenn man die Animation abschaltet, dann geht's. LG hat doch generell noch mal... LG hat doch generell noch so dieses Problem, dass sie selber mit ihren Updates doch gar nicht mehr hinterherkommen. Die haben schon mal Updates geliefert? Ja. Ah, okay. Ich habe noch nie eine Update-Lieferung, eine Update-Meldung für LG-Geräte. Es kann sein, dass es zu unwichtig ist, aber sonst. Da muss man mein Hands-on-Video angucken. ich habe, als ich das L3 eingeschaltet habe, das hat ja noch Gingerbread, da habe ich in einer halben Stunde 3 Updates gekriegt. Hui. Okay. Warum das dürfte dann aber doch schon ein bisschen nerven. 3.6, ja gut, ist ja, wenn man es neu einschaltet. Und das L7 hat auch 1 gekriegt. Plus diverse App-Updates von LG. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Bitte? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir sind so als Nebenfrage. Wir sind jetzt gerade bei 50 Minuten. Doch schon ein bisschen. Ja, ungefähr so 3-4 Minuten schon länger als bei der ersten Folge. Wir steigern uns. Hoffentlich wird dann noch jemand gucken. Bitte? Wie viel wart ihr denn beim ersten Mal? Beim ersten Mal sind wir nur zu zweit gewesen. Also wir sollten eigentlich 3 sein. Das hatte dann irgendwie auch nicht so ganz hingehauen. Und dann hatten wir einfach gesagt, wir machen das jetzt einfach nur zu zweit und quatschen ein bisschen. Ja, und dann sind wir da auch relativ schnell auf 45 Minuten hochgekommen. Ja, das geht schnell. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, dass da immer so 5, 6, 7 verschiedene Themen behandelt werden pro Hangout. Aber gleich bei der ersten Sendung habe ich dann auch schon gemerkt, dass das überhaupt nicht einhaltbar ist. Und so konzentrieren wir uns auf ein, vielleicht 2 Themen jetzt, wo wir jetzt gerade so sind. Und dann dürfte es eigentlich auch gut sein. Also mehr in so einer Zeit kriegen wir eigentlich kaum hin. Letztendlich spricht man ja sowieso noch ein paar mehr Themen an, dadurch, dass man einen kleinen Exkurs in irgendeine Richtung macht, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den Patentkram gekommen sind, wie auch immer das geklappt hat, aber schafft man ja immer, wenn man Apple erwähnt, sagt man im nächsten Satz gleich Patent, also richtig. Das Schöne ist ja auch irgendwie, Apple steht im Manuskript nur ein einziges Mal drin und ja, trotzdem wird es ständig erwähnt. Kommt man aber auch nicht drum rum. Kommt man nicht drum rum. Das ist nun mal ein Global Player in dem Bereich. Richtig. Ihr hört dazu. Noch. Das, nein, ich weiß nicht. Also rausschießen lassen sie sich garantiert nicht. Nein, ich sag mal so, die machen momentan patenttechnisch bzw. klagentechnisch den gleichen Mist, den sie damals gemacht haben, bevor Steve Jobs wieder zurückgekommen ist. Und ich sag mal so, sie wären ja nicht wieder so groß geworden, ohne dass Steve Jobs zurückgekommen ist. Momentan reiten die sich ja so dermaßen rein und sie kriegen es nicht nochmal hin, dass Steve Jobs zurückkommt. Und wenn sie es hinkriegen sollten, dann haben sie definitiv ein Anrecht darauf, eine der besten Firmen der Welt zu werden. Den iRevive oder was auch immer. Und ja, also wenn Steve Jobs nochmal zurückkommt, dann können sie meinetwegen den Markt haben. Aber es kriegen sie halt nicht nochmal hin, dass der zurückkommt. Und wenn sie nicht nochmal so einen Verrückten finden, der wirklich gut ankommt bei den Massen, weil Tim Cook ist, ja, er ist da. Ja. Aber er ist niemand, wo man jetzt sagt, oh, das ist Tim Cook. Das ist, der Typ ist toll, das ist ein Typ, den man so sieht und dann so, ja, ey, jetzt stell vor, hör auf zu labern und zeig uns einfach, wer dir redet. Ja, und seitdem Jobs nicht mehr da ist, hat man ja schon ziemlich schnell gemerkt, wie abhängig Apple auch von nur einer einzigen Person war. Ja, was wobei man auch sagen muss, er ist ein sehr großer Mann gewesen, also kann man nichts gegen sagen. Er war einfach ein Mensch, er wusste, wann was zu tun ist. Und er wusste, wie man es sagen muss und welche Marketingkanäle er nutzen muss. Und ich denke mal, das war seine große Stärke, weil innovativ, ich meine, ist klar, wir brauchen jetzt nicht drum rumreden, wer jetzt welches Patent hält, wer was erfunden hat. Also ich denke mal, die Benachrichtigungszeile war auch schon vor Android da und schon lange vor iOS 5. Plus die diversen anderen Dinger, die sind halt von irgendwelchen Handyherstellern einfach mal entwickelt worden. Man hat sich halt inspirieren lassen. Klar,
Warum auch nicht? Ich meine, wenn man sich nicht von anderen inspirieren lassen würde, was wäre, denn hätten wir jetzt so viele verschiedene Sachen, wo kein Schwein weiß, wie er es benutzen soll. Ja. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass wirklich jeder, so wie Microsoft, einfach mal ein komplett anderes Bedienkonzept gemacht hätte, dann wüsste kein Mensch mehr, hey, du hast meinetwegen ein Android-Smartphone, was du diagonal bedienst oder was auch immer, die sich da hätten einfallen lassen, da wüsste kein Mensch mehr, wie er das Telefon vom anderen bedienen könnte. Ja, das stimmt. Also, dass man sich bei anderen inspiriert, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich sage auch nichts dagegen, dass Apple sich die Benachrichtigungsleiste geholt hat. Weil es ist ein schönes Konzept. Man kann es schön umsetzen, man kann damit viel machen. Auch wenn iOS es nach Aussagen vieler Nutzer nicht geschafft hat, das einigermaßen gut zu kopieren. Weil zum Beispiel Benachrichtigungs-Icons werden oben erstmal gar nicht angezeigt. Denn verschwinden Benachrichtigungen nach einer Zeit oder was auch immer. Ich kenne mich da, wie gesagt, ich habe es nie wirklich benutzt und ich habe es auch nicht vor. Aber ich kenne halt die Klagen, sage ich jetzt mal, von vielen Leuten, die iOS nutzen. Und dann, ja, es nervt mich voll, dass hier die Facebook-Benachrichtigung verschwindet nach einer Zeit oder was auch immer. Und ja, es soll halt wohl nicht so gut kopiert worden sein. Dafür vielleicht ein bisschen schicker als damals. Und ja, wobei es in Jelly Bean wirklich sehr schön gemacht ist. Und ja, sage ich nichts gegen, dass es sich inspirieren lassen. Macht jeder. Ist klar. Würde auch, glaube ich, keiner was dagegen sagen, wenn die nicht so rumklagen würden. Ich meine, selbst Steve Jobs hat damals gesagt, ja, die Besten, die klauen halt. Fertig. Ja, besser gut geklaut, als schlecht selbst gemacht. Ne? Ja, so in der Art. Also ich verstehe auch nicht, wie sie auf die Idee kommen. Das alle, die alle wegzuklagen. Ich meine, die klauen selbst bis zum Geht nicht mehr und versuchen dann die Leute wegzuklagen mit Sachen, die sie sich geklaut haben. Ist halt immer so eine schöne Sache, das anzusehen. Ich glaube, wir schweifen jetzt schon wieder ab. Ja, irgendwie schon. Wir kommen davon nicht weg. Ach, ich wollte euch jetzt einfach noch ein bisschen reden lassen, bis wir die eine Stunde voll kriegen in 4 Minuten. Ja, dann redest du jetzt die 4 Minuten. Ja, aber was ich dazu noch sagen wollte, also ich finde das auch gar nicht mal so schlecht, dass Apple das jetzt mit dieser Benachrichtigungsbar übernommen hat. Das ist schon eine schöne Sache. Ich möchte darauf auch nicht mehr verzichten mit Android. Aber es ist halt einfach so, die Sachen sich selber zu nehmen, komplett zu schnappen, es nicht selber entwickelt haben und dann jeden anderen zu verklagen, der es dann auch irgendwie benutzt. Das ist immer schon so eine fragwürdige Sache. Und ja. Aber da könnten wir ja auch das nächste Mal einfach nochmal drüber sprechen. Ich denke mal, wir sind soweit jetzt eigentlich schon gut am Ende. Ja. Falls ihr jetzt nicht nochmal was, noch irgendwas habt, was wir da besprechen können. Also ich habe mehr geredet als am ganzen Wochenende jetzt. Also. Ich glaube, ich bin durch. Wenn noch jemand was zu sagen hat, kommentiere ich es gerne, aber sonst. Andreas, was ist mit dir? Mir fällt ehrlich gesagt auch nur Stein. Wunderbar. Sonst, das ist zu spät, kann man denn nicht mehr zu sagen. Ja, ich bin ja immer noch am Video schneiden, weißt du? Gut, okay, Leute, dann würde ich sagen, wir stoppen das hier und ich übernehme dann nochmal so ein paar Sachen, die wir jetzt heute besprochen haben, damit wir dann beim nächsten Mal da irgendwie nochmal ein bisschen mit einsteigen können. Und dann schauen wir einfach nochmal weiter. Würde ich auch sagen. Wunderbar. Ich versuche auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Super, würde mich so freuen. So Stammgast und so. Jo. Klar, würde mich sehr freuen. Das ist versucht. Ja, ist doch super. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das heute jetzt mal und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung. Finde ich gut. Wunderbar, jetzt mal. Ich sag dann schon mal hier Tschüss und so, die Leute, die zuschauen, falls sie bis hierhin geguckt haben, weil die gar nicht zweifeln. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden. Vito. Und bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung.